dem 1. Februar 2014 gelten für alle Bankkunden die Regeln des SEPA-Zahlungsverkehrs. Gerade im Lastschriftverfahren gibt es einige wichtige Veränderungen. Viele Vereine ziehen ihre Mitgliedsbeiträge per Lastschrift ein. Was kommt auf Sie zu? Hier kommen für Sie die wichtigsten Schritte. Ihre SEPA-Checkliste für Vereine. Der erste Schritt: Beantragen Sie Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese muss auf jeder Lastschrift genannt werden. Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer erhalten Sie online auf der Seite der Bundesbank unter gläubiger-id.bundesbank.de. Die früheren Einzugsermächtigungen werden jetzt durch das sogenannte Mandat ersetzt. Informieren Sie Ihre Mitglieder darüber, dass Sie die bereits erteilte Einzugsermächtigung weiter nutzen. Unter bankenverband.de/SEPA finden Sie einfache Vorlagen dafür. Jedes Mandat braucht eine eindeutige Bezeichnung. Diese Mandatsreferenz kann aus Ziffern oder Buchstaben oder einer Kombination aus beidem bestehen. Fügen Sie die Mandatsreferenz in Ihre Buchhaltung ein, damit sie bei jedem Lastschrifteinzug automatisch angegeben wird. Wenn Sie Ihre Buchhaltung am Computer erledigen, dann bringen Sie Ihre Software auf SEPA-Standard. Auf den Internetseiten der Hersteller finden Sie Informationen, wie Sie diese aktualisieren müssen. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Buchhaltung auch nach dem 1. Februar 2014 reibungslos läuft. Noch einmal die wichtigsten Schritte auf einen Blick. Erstens: Gläubiger-Identifikationsnummer beantragen. Zweitens: Mitglieder informieren. Drittens: Mandatsreferenzen vergeben. Viertens: Buchhaltungssoftware aktualisieren. Die gesamte SEPA-Checkliste finden Sie unter bankenverband.de/SEPA. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Hausbank.